Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Satisfactory im Update 8. Es ist ein bisschen was passiert. Erstmal ist die Forschung der Festplatte durch. Ja. Eisen und Wasser. Wasser. Eisen und Wasser. Eisenbahn, verschraubter Rahmen. Kupferbarren, also Kupfer und Wasser oder Eisen und Wasser. Ich glaube, das ist nicht so prickelnd, oder? Ich glaube, ich über die Stangen, oder? Ich meine, es sind zwar drei weniger die Minute, aber vorher einen Schraum dafür herzustellen und den dann noch zu machen, ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Ich nehme einfach den da. So, das zur MAM-Forschung. Hier unten habe ich ein bisschen aufgeräumt. Die ganze Eisenproduktion ist hier unten weg und ich habe sie nach oben verlegt. Hier steht jetzt auch nochmal ein Biomassegenerator. Dafür habe ich jetzt hier hinten die Minen angeschlossen. Da produziert jetzt jede 60 Eisenerz, die dann in die vier Schmelzen kommen. Die machen logischerweise alle Eisenbarren. Und aus den Eisenbarren komme ich hier hoch. Da hoch, aber nicht so gut. Aus den Eisenbarren werden hier in den beiden Eisenplatten, die ich einfach erstmal zwischenlagere, hier werden in den vier Konstruktoren Eisenstangen hergestellt, zweimal einlagern und aus zweimal werden dann da hinten Schrauben gemacht, die ich auch erstmal einlagere. Da müsste ich allerdings am besten ein MK2-Förderband hinmachen, weil das zu viele Schrauben sind. Ja. Da kommen sie rein. Es sind hier also 120 Schrauben je Minute. Und hier dürften das, weiß nicht, 30 Eisenstangen die Minute sein. Ja, 15 und 15. Und hier haben wir 40 Eisenplatten die Minute. Sieht erstens aufgeräumter aus. Und zweitens kann ich dann hier anfangen, die Sache wieder zusammenzubauen für verstärkte Eisenplatten und die Rotoren. Muss ich aber immer noch gucken, was brauchte ich nochmal für 4 Rotoren. Ja, gut. Die habe ich hier noch. Verstärkte Eisenplattenrotoren, also müsste ich das beides herstellen, um davon eine herzustellen. 25 Schrauben die Minute. 12. Also insgesamt 60 pro Minute. 160 die Minute. Ja, ich mache nur 120. Ich mache nur 120. 20 Eisenstangen habe ich. 30 Eisenplatten habe ich auch. Ja, es fehlen also eigentlich noch irgendwie Schrauben. Vielleicht mache ich auch einfach aus den beiden Eisenerzvorkommen nur Schrauben.
meine, das wären 60, 120. Ja, dann müsste ich mir nochmal ausrechnen, ob das Sinn macht und die Schrauben dann, weiß nicht, irgendwie mit dem Förderband nach oben hinzuleiten oder durch die Foundation, wie auch immer. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt genügend verstärkte Eisenplatten, um weiterzukommen. Ja. Mal gucken, was der Snapper kostet. Der Basher. 5 modulare Rahmen und 2 davon. Okay, einen habe ich in der Hand. Einen können wir so herstellen. 5 modulare Rahmen und ein bisschen Draht noch, meine ich gesehen zu haben. Da habe ich nur 3 von. Jetzt haben wir da 5 von. Dann tun wir den auch weg. Und dann können wir einen herstellen. Jetzt haben wir auch den dritten Ausrüstungsplatz. Das ist sehr gut. Ja. Jo. Das ist doch sehr gut. So, Fahrzeugtransport, einfache Stahlproduktion. Ja. Dann brauchen wir so oder so. Hat mal hier die komischen Dinge, haben wir die da schon gekriegt? Ne, die kriegen wir erst in Stufe 4, fortgeschrittene Stahlproduktion. Da kommt doch erst der MK2 Miner. Verkabelung, Energiespeicher, Hochspannungsmast. Er ist neu, den kenne ich nicht. Mit einer Plattform auch noch. Cool. Okay, der ist neu für mich. Hypertubes, MK3 und größere Container. Upgrade Baupläne. Bauplan Designer habe ich auch. Ich weiß, den gibt es schon länger, aber habe ich noch nie ausprobiert. Ja, aber dann machen wir erstmal das, wie gesagt, ich weiß nicht. Dann machen wir erstmal die einfache Stahlproduktion dann. Stahl, das heißt dann, weiß ich, Erz und Kohle. Kohle haben wir ja. Nicht weit entfernt. Naja, nicht weit, nicht so weit entfernt auf jeden Fall. Haben wir einmal an reine Kohle ran. Das bringt natürlich direkt mehr mit Durchsatz. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, dort müssen wir das eh dann ja alles irgendwie. Ja, das kommt aber nach und nach, weil das Kupfer möchte ich ja auch von hier unten weg haben und dann irgendwo, wie gesagt, entweder auch oben mit drauf oder eine andere Plattform. Das schauen wir uns dann mal beim nächsten Mal an. Das war das. Das können wir schon reinschmeißen. Das auch. Da habe ich noch einiges von. Warte, das. Ja, Rotoren haben wir natürlich auch keine mehr. Ne. Ja, dann war es erstmal das. Dann müssten wir eigentlich oben. Achso, jetzt habe ich hier Rotoren natürlich alle da reingeschmissen. Ich brauche aber Rotoren, um sowas herzustellen. Ist ja auch clever gewesen. Einen kann ich herstellen, weil ich nicht genügend Schrauben habe. Ja. Und den Beton will ich auch von hier weg haben, nach da hinten. Beziehungsweise
ja auch eine größere Plattform hinmachen, wo dann nur Beton erstmal gemacht wird. Bevor ich dann irgendwie Beton und ich weiß nicht mehr genau, was dann da zu Stahlträgern und so machen. Mal 1000. Mal nur so viel, wie wir brauchen. Fabrikator. So, dass ich immer noch neu verbinden muss erstmal, weil wir haben ja nicht genügend Schrauben, um beide Sachen herzustellen. Erstmal hier hin. Rotoren und Schrauben und Eisenstangen. Sprich. Das. Das und das. Er braucht 100 Schrauben die Minute. Das sollten wir schaffen, allerdings reicht dafür das Band wieder nicht aus. Mal ein schnelleres Band haben. Und natürlich brauchen wir noch Strom. Irgendeiner war ja noch. Da war noch einer. Untätig. Ja, aber keine Schrauben. So, dann macht er jetzt erstmal Rotoren. Strommäßig sind wir, boah, naja, fast schon wieder an der Grenze. Deswegen brauche ich auch unbedingt Kohle. Muss unbedingt auf Kohle umsteigen. Geh doch mal weg hier. Kannst auch runterspringen. Geht der mir auch ein bisschen, der Typ hier. Ja, wir brauchen das auf jeden Fall irgendwie mehr Strom. Aber natürlich könnte ich da oben jetzt auch noch. Die beschichteten Platten machen. Weiß gar nicht, die modularer Rahmen, beschichtete, verstärkte Eisenplatten und nochmal Eisenstangen. Habe ich gesagt, 30 Eisenstangen produziere ich, der braucht schon 20. Also eigentlich sind eigentlich dann noch 10 übrig. Na, ich denke mal, bis ich nicht mehr Strom habe, muss das jetzt erst einmal reichen, dass ich das immer umstelle. Was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist. Aber es dauert eben am Anfang seine Zeit, bis man alles soweit hat. Und wenn dann ein MK2-Miner da ist, der da das Doppelte rausholt, müsste ich ja auch die Produktion hier verdoppeln. Also müsste ich aus vier Schmelzen 8 machen. Und dann wird das natürlich alles schon hinhauen. Aber natürlich ist das bis zum MK2-Miner noch ein weiter Weg. Na gut, so weit ist er vielleicht auch nicht mehr, aber. Mal gucken hier. Ja, da müssen wir auf jeden Fall schon vorher Stahl hergestellt haben. Motoren, das und das ist kein Problem. Stahlrohre. Kriegen wir denn die Stahlrohre? Haben wir die schon? Ja, die kriegen wir, wenn wir das jetzt hier gemacht haben. Kriegen wir Stahlrohre und Träger.
So, 116. So, jetzt noch offen. Ja, das müssen wir dann da ein bisschen abwarten. Ich meine, ich könnte natürlich, weiß nicht, wie brauche ich 50 Stück? 54. Ich werde ja die selber machen. Werde ich dann wahrscheinlich auch tun, bevor ich das da oben wieder umstelle. Aber schauen wir dann erstmal, dass wir jetzt den Meilenstein erreichen und uns da gucken, wie wir an die Stahlrohre kommen, dass wir dann vielleicht direkt den MK2-Miner freischalten können. Brauchen wir nochmal 200 Motoren, deswegen würde ich den oben eigentlich lieber erstmal laufen lassen. Dann wird man bessere Ausgangssituationen haben hier. 120 pro Minute, ja, der MK1 schafft 60, also wie gesagt, eine Verdoppelung, da müsste ich das oben alles verdoppeln. Dann haben wir auch nicht mehr 120 Schrauben, sondern dann haben wir schon 240 Schrauben. Und hier unten haben wir ja immer noch die zwei Ressourcenknoten, die wir dann auch noch anzapfen können. Man könnte natürlich, wie gesagt, unten einfach nur die zwei nur mit Schrauben machen. Und oben umstellen, dann die Schrauben weg. Und dafür, weiß ich nicht, mehr Platten und mehr Stangen, weil Stangen braucht man wahrscheinlich auch wieder wesentlich mehr. Wenn wir es nachher hochskalieren müssen, müssen wir die Verkabelung machen, was da alles rein muss und so. Aber das sehen wir dann, denke ich, bei der nächsten Folge. Je nachdem, wie ich mich entschieden habe, ich lasse erstmal hier produzieren. Und werde dann, beziehungsweise dann werden wir uns wiedersehen, wenn ich den nächsten Meilenstein erreicht habe. Soweit schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.